Hallo. In der Küche wird es öfter mal Krach geben. Warum, das erzähle ich euch gleich. Oh, jetzt habe ich Kontaktlinsen verrutscht. Wir waren heute nicht einkaufen, weil, ja, mein Vater ist ein bisschen viel erkältet und er wäre im Auto geblieben. Nein. Sondern ist dann in Leinen losgeziegelt zum, er musste eh zur Post und dann hat er geht zu Aldi mit seinem Roller. Ich habe währenddessen in die Wohnung gepuschelt. Und das habe ich mich gestern Abend keine Lust mehr gehabt, weil es ja schon klar war, dass wir das, dass wir heute nicht einkaufen gehen. Ich dachte, wir machen das morgen früh. Genau. Habe ich schon in die Wohnung gepuschelt. Und ja. Und heute, nein, gestern und heute kam dann die neue Kaffeemaschine an. Deswegen ist da Krach im Hintergrund. Wir können ja mal gucken gehen. Wir können ja mal gucken gehen. So, Spione am Werk. Warten, Nur noch mal spionieren ich hier. probiere erstmal noch rum. Ja, ist klar. Das ist der erste Der erste Versuch. war Huch. nicht gut, der Kaffeesatz sieht auch furchtbar aus. Aber wieso war der erste nicht gut? Der war nur ein bisschen lasch. Ja, eben, weil ich zweimal Wasser reingemacht habe. Probiere Ja, jetzt mal wir was probieren das aus. also. Ich muss erstmal klarkommen damit. Weil der Kaffeesatz müsste eigentlich trocken sein, wenn er rauskommt. Das ist nicht trocken. Ne? Nein, das ist nicht trocken. Hier ist es zu laut. So. Und der Besuch ist unterwegs. ja, heute kommt nämlich Steffi zum Frustkaffee vorbei. Genau, die ist jetzt schon unterwegs. Und wir testen dann quasi auch gleich den Kaffee nochmal aus, weil es ist ja erst neu alles. Mal gucken, ob er bis dahin hinbekommt. Es ist halt aufregend. Ja, genau. Und ich hätte Lakritz aufgeschrieben, weil ich da ab und zu Bauchschmerzen habe oder was, hilft mir Lakritz ganz gut. Ich dachte eigentlich an meinen Mentos-Lakritz. Einfach so eine Tüte mitgebracht. Einfach der Akku aus und ich weiß nicht, wo ich gewesen bin. So, Moment. Also. Ich wollte Lakritz Mentos. Stand natürlich nicht drauf. Ich habe völlig vergessen, dass es überhaupt drauf steht. Deswegen habe ich mich gewundert, dass er überhaupt Lakritz mitgebracht hat. Und er hat das mitgebracht. Ich habe schon ein bisschen probiert. Genau. Ja. Aber nicht schlimm. Und habe ich euch gestern gezeigt, was ich für ein Buch bekommen habe? Ich weiß es nicht mehr. Das neue Buch von Hannah Sieber kam gestern pünktlich zum Veröffentlichungsdatum an. Ich glaube, das habe ich euch gestern gezeigt. Das wird dann nach Fragile Heart gelesen. Ich habe gerade abgegeben, was ich E-Book geschafft habe. Ich habe insgesamt. Ich habe abends dann nicht mehr gelesen, aber ich bin bis 53% gekommen insgesamt. Dafür, dass ich nur 2 Tage gelesen habe. Nur beim Essen und unterwegs ist es in Ordnung. Das liest ja doch ganz schnell weg. Jetzt komme ich auch ganz gut rein. Das passt. Von daher, ja. In London Whispers, weiß ich gerade nicht gesagt habe. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Genau. Puh. Ja, nee, mehr ist erstmal nicht. Ich denke mal, es gibt heute noch viel Kaffee-Update. Heute wird ein kaffeelastiger Vlog. Yeah! Er hat einen neuen Platz gefunden. Na? Auf meinen Umschlägen, Karton, liegt ein Kissen. Und das fand er jetzt gerade ganz toll. Muss er da hin? Naja, soll er Wer machen. vergisst das Vlog, wenn Besuch da ist? Wird immer noch nicht daran erinnert, ne? Dass man da irgendwie mal die Kamera zücken sollte. Nee, ist ja dein Job. Mein Job. Mein Kanal, mein Job. Aber wir haben schon den 10-millionsten Kaffee. Es heißt heiß. Ich habe keinen Schaum. Ich Also hab's ich nicht, nicht. ich hatte nur zwei. Ja, ich auch. Das ist auch mein zweiter von Wie der 10 Maschine. Millionen? Insgesamt 10 Millionen. Von der neuen Maschine, das schmeckt sehr lecker. Ja, ich habe noch keinen Schaum hinbekommen. Das muss ich noch ein bisschen üben. Aber schmeckt gut. Ich habe es zum ersten Mal mit der Maschine gemacht. Also von daher. Wirklich wie in einem richtigen Café. So. Ja. Starbucks-like so. Profi-Kaffee hier heute. Ja. Ich sage, es gibt noch mehr Kaffee-Content. Ja. Heute ist Aber auch Kaffee. recht aufwendig anscheinend. Ja, Habe ich das und so er hat mit. gerade eine Überschwemmung gemacht. Wie auch immer das passiert ist, ich weiß es nicht. Und es gibt Ja. mir die Schuld. Ich wollte gerade sagen, auf jeden Fall warst du schuld, habe ich gehört. Ja, ich habe ein bisschen Wasser gemacht, aber ich bin schuld für die Überschwemmung. Alles Du klar. bist schuld auf jeden Fall. Immer. Normal. Man kennt's. Ja, Du bist hallo. schuld. Er hat gerade rausgefunden, warum der Überschwemmung war. Weil da so ein Pnümpel ist, weil in der unteren Ding ist, wenn es hoch steht, ist es voll Wasser. Aber ich bin schuld. Ja, weil ich da, mein zitiere, Kaffee. es war dein Kaffee. Ja.
Unmöglich sowas. Deswegen. Unmöglich. Deswegen. So, Steffi ist weg. Jetzt gibt es ein Unpacking. Ja. Das steht ja schon seit heute Morgen rum, wie man es einfach nach Post abgeholt hat. Ja, Betty wird euch ein Bild einblenden. Ja, hier ist Platz dafür, das passt. Wie das bei Daniel aussieht, wenn er so eine Warensendung hat. Ne? So eine kleine. Ja, ja, ganz winzig. Ja. Ist auch nichts drin, nur Luft. Ja, ja. Und Muni passt auf. Muni passt auf? Ja. Das ist die Hauptsache. Na, schaffen wir es denn heute noch? Ja, vorsichtig. Hi. Ich jetzt schon halt wieder aufschlitzen. Mist kaputt. Peter, ich brauch neu. Aua. Jetzt wird es so wuselig. Jetzt geht's in die Couch. Eine Pfote. Noch eine Pfote. Noch mehr Pfoten. Ach, diesmal richtige Pfoten. Guck mal, guck. Verschiedene Farben. Farben? Ja, das ist alles dunkler. Alles schwarz, ach so. Beige, grau, weiß, hellgrau. Ja. Ja, Pfoten. Pfoten. Ah, das sind auch die beigen Dinge. Ja. Sind also auch nicht gleich. Nee. Darfst du nicht verwechseln hier. Nein. Und schon gar nicht zusammen mixen. Yeah, hat's geschafft. Yeah, sehr genial. Wollte ich eigentlich machen, aber ist okay. Du sollst, so aus, ne? Hattest du doch gesagt, dass er es machen soll. Ich habe gesagt, dass du es offen lassen. Dann war es doch gut, ja, dass du es gleich gemacht hast. Ich habe gesagt, hey, mach ich, lass bitte offen. Yeah, sehr gut, sehr gut. Guck mal. Ne? Schön. Ja, so soll das sein. Wirklich schön. Warum macht das nicht gleich vorher so, ne? Hm. Das ist Minnie Maus. Ersatzkleid. Das andere muss nämlich, guck mal, es ist auch angenäht. Hm? Ja, wie das letzte. Waren die auch angenäht? Was denn? Die Punkte. Die sind nicht angenäht. Die sieht aus wie angenäht. Nein, das ist unter scheiß Kleber. Ach so, sieht aus wie angenäht. Oh, ich weiß nicht, ob ich die annähe. Das sieht man wieder. Das sieht gut aus. Ich dachte, das ist angenäht. Das sah gerade angenäht aus. So. Yeah! Guck, guck. Der fehlte noch in der Sammlung der Paw Patrol. Und er wurde so oft angefragt schon. Hä? Und er wurde schon so oft angefragt. Ja, der sieht aus. Und beim ersten Fotografieren und Senden hatte er keine Ohren. Nein. Die hätte er beinahe vergessen. Richtig. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ich glaube, du hast was Wichtiges vergessen. Ja. Ja. Und dann die Ohren. Und zurück kam so, oh. Ja. Ja. Und dann kam Foto mit also Ohren. Also kurz vorher nochmal schnell Ohren ran gemacht. Genau. Damit das schick aussieht. Richtig. Also sieht ja aus. Ohne Ohren. So. Was jetzt haben wir noch Schönes? Ein Kater, der hier vorbeikommt. Eine Weste. Eine schicke Weste. Hallöchen, Hallöchen. Mensch. Na, da ist nicht offen. Da sind ja gar keine Taschen. Aber mit Weste? Mhm. Muss ja. Die Anne hat keine Weste, oder? Ja, klar. Aber nur angedüdelt, oder? Nein, oder extra? Die Anne hat eine Weste, aber da ist der Rucksack mit angenäht. Ah, oder so. Ah, ohne Weste, guck mal. Mhm. Weste! Genau, aber hier fehlt natürlich der Gürtel. Habe ich natürlich vorgesorgt. Guck mal, die Reißverschlüsse sind wieder komisch da oben. Ja, die sind wieder viel zu lang, die muss ich einkürzen. Ja. Ist das links rum? Nee. Die falsch rum angenäht? Ach nee. Ja, ist ja, du, mach mal weiter. Egal. Ja. Pfeife. Handschuhe. Sehr gut. Auch in zwei verschiedenen Farben. Ja. Und meine bestellten Handschuhe. Sehr gut. Ja. Und der Körper von Rubble. Ja. Mit Schwänzchen. Mit Schwänzchen. Und ein anderer Körper? Auch mit Schwänzchen? Das ist dick und flauschig, ey. Ist doch gut. Ja. Was ist da alles so vorstellen kommen in diesem. Ah, jetzt. Die geht auch schon mal. Schaffen wir es denn heute? Und. Ja, sie ist süß. Der Mund sieht gerade ein bisschen komisch aus, glaube ich. Aber der Mund sieht gerade ein bisschen komisch aus, glaube ich. Oder? Muss der noch? Nein, muss noch ein bisschen so richtig Bogen werden. Aber sieht tausendmal besser aus als deine andere. Finde ja. Ich. Ja, ja. Die hat keine Zähne. Die Arme. Zahnlose Minka. Man sieht nichts, wenn du es da oben hältst.
Das Gesicht ist ein bisschen eingedrückt, ansonsten, ja, ja, die ist hübsch, die ist echt hübsch. Das kriegt man hin hier mit dem Gesicht. Da kommt wieder Ballon rein und so weiter. Ist der passt. Ja, aber ist hübsch. Sieht gut aus. Besser aus, ne? Viel besser. Und mit dem Mund hier, ja, muss ich mal gucken, dass ich da auch irgendwie was hinkriege. Ja, das ist schick. Irgendwie ein paar Zähnchen. Ja. Also wirklich. Zahnlose Minka. Ja, aber sowas von. Nun, hier hast du Modell gestanden? Ach nee, du hast ja noch Zähne. Ja, ja, ja. Schick, schick. Ja, ist hübsch, ne? Ja, das passt. So. Das war's erstmal. Ich habe gerade einen Regenbogen zeigen, aber schon wieder weg. Ist ja frech. Aber nur ganz kurz zu sehen. Bösartig. Der Specht noch da. Der hängt nämlich am Baum. Der wahrscheinlich auch nicht mehr. Hm. Mann, 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 Mann. Nichts mehr zu sehen hier.